Ja Leute, was geht ab? Mein Name ist Raton und herzlich willkommen zu einem weiteren Review hier auf meinem Kanal. Heute geht es um den DualSense Edge Controller von Sony bzw. für die PlayStation von PlayStation und ob der was taugt, wie gut der ist, 240 Euro sollte es den kosten, ob es auch den Preis wert ist, das schauen wir uns jetzt an und zwar direkt nach dem Intro. Bevor wir jetzt dieses Schätzchen hier auspacken und ein kleines Unboxing machen, möchte ich euch ganz kurz mein Vorhaben erklären, denn ich habe mir den Controller zeitgleich mit meinem Kollegen Marco bestellt und er hat seinen auch schon bekommen und wir werden das Ding nicht zum Release direkt raushauen, sondern ja so eine Woche oder zwei Wochen später, also jetzt, wenn ihr das Video seht, ist es natürlich schon online. Aber Hintergrund ist, ich persönlich komme natürlich in letzter Zeit nicht mehr so oft zum Zocken, habe ein paar große Projekte am Start gehabt, dementsprechend habe ich mir den Marco dazu geholt, der wird nämlich diesen Controller jetzt eine Woche, zwei Wochen durchtesten, der ist nämlich jeden Tag am Zocken, mehrere Stunden und dementsprechend kann er dann später uns auch nochmal sagen, was ihm daran gefällt und was nicht und vielleicht matcht es ja dann mit meinem Test und dann können wir uns so ein bisschen austauschen und einfach mal schauen, ja, was so die negativen und die positiven Punkte an diesem Controller sind. Ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt aber mal aus und schauen uns das etwas genauer an. Erstmal noch eine Box in der Box und wenn wir diese Box öffnen, zack, haben wir hier auch schon unseren Controller bzw. unser Case. Und dieses Case, Freunde, ich kann es euch nur sagen, also es ist wirklich sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Wir haben so eine Art Hartplastik hier oben drauf, also es fühlt sich wirklich mega cool an. Das PlayStation-Symbol hier oben drauf, dann hier unten auch nochmal die ganzen Symbole. Ist schon cool gemacht. Wir packen das Ganze aus und schauen mal rein und wir sehen auch hier ist auch schon der PlayStation Controller, der DualSense Edge Controller und er wirkt wirklich sehr, sehr nice. Aber den schauen wir uns gleich etwas genauer an. Wir schauen uns natürlich den Lieferumfang noch an. Wir haben hier ein sehr langes USB-C-Kabel für die PlayStation, für den Controller, damit wir den eben aufladen können oder eben auch direkt am Kabel nutzen können, sodass wir halt einfach für die ganzen E-Sportler bzw. die, die es halt wirklich etwas zu ernst nehmen, die dann sagen, nein, mit Controller beziehungsweise mit Kabel und Controller habe ich weniger Input-Lag als ohne. Ja, theoretisch, aber ob man das wirklich merkt, ist natürlich die Frage. Ansonsten haben wir hier aber auch ein paar austauschbare Sticks, die ganzen Pedals und auch nochmal so einen kleinen Lock für das Kabel. Das schauen wir uns auch gleich erstmal an, aber jetzt erstmal der Controller, Freunde. Das ist der DualSense Edge Controller. Was mir schon mal auffällt, ist, dass wir hier ein bisschen, ja, ein paar andere Materialien haben. Vielleicht hole ich mal den normalen Controller dazu. Und hier sieht man den Unterschied auch schon sehr, sehr gut. Und zwar haben wir zum Beispiel hier eine Hochglanzoberfläche und hier haben wir eine matte Oberfläche. Das ist natürlich alles Geschmackssache, wie zum Beispiel hier die dunklen Knöpfe, hier die weißen Knöpfe, schwarze Knöpfe, weiße Knöpfe. Das unterscheidet sich alles so ein bisschen zum originalen Controller, aber an sich, so von der Form her, von der Dicke her, würde ich sagen, scheinen die schon sehr, sehr ähnlich zu sein, wenn mich nicht alles täuscht. Gut, klar, der ist ein bisschen dünner, ein bisschen flacher. Aber so auf den Hauptseiten, also wenn man von oben drauf schaut, dann wirken die gleich. Wenn man von der Seite drauf schaut, wirken die gleich. Nur wenn man von unten einen Blick drauf wirft, dann merkt man natürlich, dass diese austauschbaren Stickmodule hier natürlich ja irgendwo auch ihren Platz brauchen. Das hat dieser Controller ja nicht. Aber wie gesagt, geschmackstechnisch bzw. designtechnisch gut. Sogar auch das Touchpad ist komplett schwarz. Und hier gibt es einen gravierenden Unterschied. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, wahrscheinlich schon, haben wir hier die ganzen Symbole oben drauf. Das haben wir beim Original nicht, zumindest sieht man die beim Original nicht, denn wir haben ja auch irgendwo hinten, zumindest auf der Textur, das kann ich euch jetzt hier niemals zeigen in der Kamera, aber auch die ganzen Symbole ganz leicht drauf gedrückt, das sieht man hier auch, aber das haben wir hier vorne eben auch. Kommen wir jetzt aber zum spannenden Teil und zwar zu den ganzen Funktionen. Das erste, was mir hier direkt auffällt, wir haben Trigger-Stops, finde ich persönlich richtig cool, kann man einstellen, einmal mittlerer Weg, oder halt komplett runter, natürlich links und rechts. Und was hier der Vorteil an Trigger-Stops ist, Freunde, muss man einfach sagen, und sich auch unterscheidet von den ganzen Custom-Controllern, die man sich so kaufen kann, ist einfach, dass ihr ja nicht den Nachteil habt, dass ihr dann zum Beispiel einen Controller habt, Custom-Controller mit Maus-Triggern, was wirklich übel geil ist, kann ich nichts sagen. Und auch die Maus-Trigger, die man bei so Custom-Controller hat, an den Tasten, finde ich auch richtig cool. Aber ihr seid dann gebunden, zumindest was die L2 und R2-Taste angeht. Und zum Beispiel, wenn ihr dann nur einen Controller haben wollt, mit dem Ego-Shooter spielen wollt, aber auch mal Rennspiele, wo es natürlich drauf ankommt, wie fest ihr diesen Knopf drückt, dann könnt ihr nicht umswitchen. Mit Trigger-Stops ist es natürlich schon ein bisschen anders. Da macht ihr nämlich einfach den Trigger-Stop rein, könnt dann schön für Ego-Shooter kurzen Weg nehmen und für Rennspiele dann den höheren Weg oder für die, die es halt mögen, den mittleren Weg bei Ego-Shootern. Ich würde sagen, entweder komplett runter, ganz kurz oder eben ganz lang für
Rennspiele. Finde ich persönlich richtig cool. So ist man einfach nicht gebunden, braucht nicht mehrere Controller, sondern hat einen Controller und kann damit wirklich alles spielen, Profile anlegen, wie auch immer, was man natürlich teilweise mit anderen Controllern nicht kann. Ansonsten haben wir natürlich die Möglichkeit, habe ich euch ja gesagt, hier auch die Sticks zu wechseln. Zum Beispiel den rechten Stick, den kann man einfach rausnehmen und dann haben wir hier verschieden große Sticks. Muss ich mir mal anschauen. Okay, die sind beide gleich lang. Und was ist mit dem? Der ist kürzer und zum Original sind die auch gleich lang. Okay, das Einzige, was ich jetzt hier ein bisschen schade finde, Original haben wir natürlich hier die nach innen gewölbten bzw. PlayStation-eigenen Controller-Sticks. Und ansonsten sind hier die nach außen gewölbten dabei. Und da muss ich ganz klar sagen, mir persönlich gefallen die nach innen gewölbten einfach besser als die nach außen gewölbt. Da sind leider keine Ersatz dabei. Das heißt, wir können nur diese als Alternative nutzen. Wenn wir einen höheren Stick haben wollen, müssen wir einen von denen nehmen. Können den dann aber einfach draufpacken. Was ich wirklich auch cool finde, im Vergleich jetzt zum Xbox Elite Controller. Beim Xbox Elite Controller ist es ja so, da sind die Tasten magnetisch. Die werden quasi einfach... Jetzt ist da eine weg. So, da haben wir ihn wieder. Die werden quasi einfach magnetisch draufgelegt und werden dann vom Magneten angezogen und sind dann drauf. Aber fragt mal, wie oft mir so ein Controller runtergefallen ist und die Sticks dann irgendwo gelandet sind, wo ich sie nicht wieder gefunden habe oder wirklich sehr, sehr lange gesucht habe, bis ich sie wieder gefunden habe. Dementsprechend finde ich eigentlich diese Klicklösung viel, viel besser, weil so sind die wirklich feste drauf, fliegen nicht weg, wenn man da irgendwie falsch gegen kommt. Finde ich wirklich um einiges besser. Vielleicht kann der ein oder andere Xbox Elite Controller-Nutzer ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie er das mit den magnetischen Knöpfen findet. So ganz geil ist es tatsächlich nicht. Wir können aber selbstverständlich beide Seiten wechseln, also in der Höhe von den Sticks. Die können wir natürlich beide tauschen. Links geht genauso wie rechts. Da sind wir nicht beschränkt. Aber wir können auch die ganzen Module austauschen. Das heißt, wir machen hier hinten einmal, legen den Schalter zur Seite um. So, da kommt man mit den Fingernägeln ganz gut rein. Und dann springt uns auch dieses Teil hier schon raus. Und dann sehen wir hier an den Seiten, haben wir so Hebel. Die können wir einfach aufmachen, zack, und hier auf der anderen Seite genauso. Und dann können wir die ganzen Module einfach rausnehmen, ja. Für was ist das Ganze jetzt aber gut, dass wir die kompletten Module tauschen können? Ich würde sagen, das macht eher Sinn so nach der Garantie, weil wir haben natürlich auf dem Controller auch Garantie. Und solange irgendwann anfängt, das Ganze irgendwie Stick zu driften oder wie auch immer, können wir das natürlich noch mit der Garantie irgendwie so beanspruchen, dass uns der Controller ausgetauscht wird oder wir vielleicht auch nur diese Stick-Module dann neu bekommen. Das ist natürlich auch eine Sache, ich weiß nicht, ob es so ist, aber wenn Sony das so macht und uns einfach neue Stick-Module schickt, dann spart man sich nicht nur Ressourcen, sondern natürlich auch einiges an Material und Sony müsste nicht einen ganzen Controller neu verschicken. Ich weiß nur nicht, wie das dann gehandhabt wird. Nach der Garantie ist es natürlich interessant, denn wenn die dann abgenutzt sind oder irgendwie Stick-Drift verursachen, dann könnt ihr euch die einfach einzeln neu kaufen und einfach austauschen, wieder reinsetzen und habt einen neuen Stick. Also das finde ich persönlich schon cool, wie gesagt, aber erst nach der Garantie. Vorher macht es meiner Meinung nach jetzt nicht so viel Sinn, die dann irgendwie auszutauschen oder wie auch immer. Ansonsten setzen wir das Ding einfach hier wieder ein, setzen es nach unten und es ist wieder fest. Hier unten haben wir noch FN-Tasten, da können wir dann zum Beispiel irgendwelche Profile ablegen oder einfach Kombinationen ausführen, um ein Profil zu wechseln. Das funktioniert über die FN-Tasten. Und jetzt aber der besondere Teil, und zwar die Pedals, Freunde. Da haben wir hier linke Pedal, rechte Pedal, zack, oh, den habe ich falsch draufgesetzt, Moment. Und jetzt haben wir die Pedals. Was mir hier schon direkt auffällt, ist der Druckpunkt. Der Druckpunkt ist meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr, sehr leicht. Also ich bin das einfach gewohnt von anderen Controllern, vor allem von Custom-Controllern, dass man schon einen etwas härteren Widerstand hat, um die Taste reinzudrücken und vor allem auch ein besseres Feedback hat. Das bleibt hier meiner Meinung nach ein bisschen aus, aber das hat natürlich auch folgenden Hintergrund, weil die Aktion quasi, die wird über hier ausgelöst. Also wir haben jetzt nicht hier hinten noch irgendeine Taste, wie bei den ganzen Custom-Controllern, wo wir dann was reindrücken müssen, sondern es wird hierüber ausgelöst. Das ist ähnlich wie beim Xbox Elite-Controller und der hatte meiner Meinung nach jetzt auch nicht, ja, den besten Druckpunkt einfach. Wir haben aber natürlich auch alternativ noch andere Tasten. Also ich muss sagen, so rein von der Form liegen die schon sehr, sehr gut. Also ich komme mit dem Mittelfinger sehr, sehr gut da dran. Aber wir haben noch diese anderen kürzeren Tasten dabei und die hatte ich tatsächlich schon drauf, Freunde, und ich sage euch ganz ehrlich, überraschend, und zwar, Freunde, diese Tasten hier, beziehungsweise Pedals, wie auch immer man das nennen mag, die kurzen, ob man es glaubt oder nicht, muss ich persönlich sagen,
liegen mir persönlich so viel besser in den Händen. Also wirklich, es ist meiner Meinung nach die perfekte Position, mit dem Mittelfinger da drauf zu kommen. Und man hat den Controller viel stabiler in der Hand. Man kommt da hinten viel besser dran. Also jeder, der jetzt schon DualSense Edge Controller besitzt, schreibt mir mal in die Kommentare, welche Pedals, Tasten, wie auch immer ihr nutzt. Ich muss sagen, ich finde diese hier genial. Ich würde die auch bevorzugen. Und die anderen, die würde ich einfach in der Tasche lassen, weil die liegen wirklich sehr, sehr gut in der Hand. Das Einzige, was man vielleicht jetzt schon bemängeln könnte, was ich allerdings auch nicht kritisiere, dass man hier halt quasi nur zwei Tasten hat. Einige von euch mögen es vielleicht, wenn man vier Tasten hat, beziehungsweise vier Pedals hat. Und ich kann euch nur sagen, ich zum Beispiel, auch wo ich noch keinen PC hatte, wo ich wirklich aktiv nur auf der PlayStation damals gezockt habe, hatte ich auch schon einen Pedal-Controller und auch nur mit zwei Pedals. Und das hat mir persönlich gereicht, aber damals gab es auch noch kein Fortnite. Und für alle Fortnite-Spieler, die bauen ja, soweit ich weiß, mit den hinteren Tasten. Und da macht es natürlich Sinn, wenn man dann alle vier Sticks zum Bauen hat, um einfach schneller bauen zu können. Ob man es wirklich braucht, weiß ich nicht. Ich persönlich muss sagen, für mich zwei Pedals mehr als genug. Mit vier komme ich sowieso nicht klar. Immer wenn ich einen Controller hatte mit vier Pedals, habe ich auch nur zwei benutzt. Und bei den meisten konnte man dann zum Beispiel die anderen auch entfernen. Die habe ich entfernt und habe wirklich nur zwei Pedals genutzt. Ich würde sagen, wir setzen jetzt hier erstmal einen Cut und ich teste diesen Controller eine Woche oder zwei. Je nachdem, wie ich dazu komme, diesen Controller testen zu können, spielen zu können, weil ich noch das Garagenprojekt aktuell habe. Aber den Marco nehmen wir auch noch mit dazu und wir sehen uns jetzt in wenigen Sekunden wieder mit einem Fazit und dann sage ich euch mal, wie ich diesen Controller so finde. Freunde, es sind mittlerweile knapp zwei Wochen vergangen seit Release des neuen DualSense Edge Controllers und wir sind mittlerweile dazu gekommen, das Ganze mal zu testen. Ich ein bisschen weniger, aber der Marco dafür ein bisschen mehr und den habe ich jetzt da, den holen wir dazu. Marco, du darfst uns jetzt mal berichten, wie du den Controller so findest. Negative Punkte, positive Punkte, falls du negative und positive Punkte hast. Du darfst erzählen, wie du empfindest, wie findest du den DualSense Edge Controller nach knapp zwei Wochen. Ja, grüß dich erstmal, mein Lieber. Grüß dich. Ich fange mal mit den negativen Dingen an, weil das ist tatsächlich gar nicht so viel. Das Einzige, was mir wirklich sehr störend auch am Anfang negativ aufgefallen ist, das sind einfach hier hinten die Pedals, die Druckpunkte. Die sind nämlich gar nicht vorhanden. War eine sehr krasse Umstellung am Anfang, weil ich hatte von einem anderen Hersteller einen Controller, da hatte man diese Druckpunkte. Und wenn man von den Druckpunkten auf diese nicht vorhandenen Druckpunkte wechselt, so drücke ich es jetzt mal aus, drückt man am Anfang ziemlich oft diese Tasten und dann hüpft man halt mal oder slidet mal durch die Gegend, wie bei einem Ego-Shooter, obwohl man es gar nicht will. Ja, also das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich jetzt habe. Aber jetzt mittlerweile nach anderthalb Wochen habe ich mich vollkommen dran gewöhnt und komme damit auch wieder. Perfekt. Also ich habe dazu aber eine kleine Sache noch einzuwenden. Du spielst mit den anderen Pedals, ne? Genau. Hast du die mal ausprobiert in der Zeit, wo du jetzt mit dem Controller spielst? Nee. Also ich habe die drin gehabt, aber der Punkt gefällt mir nicht. Ich bin die mittlerweile gewöhnt, hier unten, wie bei meinem Vorgänger-Controller. Und wenn ich hier oben spiele, das ist merkwürdig und ich habe auch keinen Bock, mich umzugewöhnen. Also ich muss sagen, wegen dem Druckpunkt, ja, das ist mir tatsächlich eigentlich jetzt gerade aufgefallen, wo du es wieder gesagt hast, weil ich habe die hier die ganze Zeit drauf gehabt und mir ist auch beim Review, beim Unboxing aufgefallen, dass dieser Druckpunkt so gut wie gar nicht gegeben ist, also dass der wirklich sehr schwammig ist, aber das hast du mit denen ein bisschen besser. Das hast du tatsächlich mit denen ein bisschen besser, weil diese Hebelwirkung ja einfach viel kürzer ist als mit diesen längeren und das wird ja bei dem Pedal-Controller, bei den anderen, wird das ja quasi über eine zusätzliche Taste ausgelöst und du drückst dagegen. Das hast du ja hier nicht. Das hast du quasi hier in der Mitte und da muss ich jetzt sagen, es ist zwar nicht ganz so geil wie das, was ich sonst so getestet habe, aber es ist definitiv mit den Pedals ist es besser und auch meine, also für mich die bessere Position. Das ist aber Geschmackssache, merkt man, wie unterschiedlich Geschmäcker sind. Ich finde quasi die kürzeren Knöpfe, Pedals, wie auch immer man die Dinger hier nennen mag, finde ich tatsächlich besser. Aber wenn das der einzige negative Kritikpunkt ist, sage ich jetzt mal, was findest du so? Oder wird dieser Controller jetzt dein nächster Controller sein? Wirst du den behalten? Wirst du den als deinen nächsten Pro-Controller annehmen und damit jetzt nur noch zocken? Oder wie sieht da der Plan aus? Ja, definitiv. Weil ich muss halt sagen, in Sachen Qualität ist es also wirklich super. Ja, also da habe ich gar nichts einzuwenden. Es war leider bei anderen Herstellern nicht so, also da gingen oft mal die Knöpfe nicht, haben nicht richtig reagiert oder sonstige Themen. Und das auch schon ziemlich schnell nach dem ersten Gebrauch, sage ich mal. Also nicht erst, dass es nach einem halben Jahr passiert ist, sondern sofort. Und ansonsten einfach ja, hier ein paar geile Funktionen. Wir können hier hinten die L2-Tasten einstellen, können die immer noch nutzen für Rennspiele oder sonstige Sachen. Die mit den FN-Tasten, dass wir die Funktionen ganz schnell ändern können, die Lautstärke anpassen können.
Also gut in der Hand. Ich mag das auch, dass er ein bisschen schwerer ist. Also ich bin total zufrieden damit. Das Einzige, was man halt noch sagen kann, er hat hinten keine 4 Pedals. Ich brauche sowieso nur 2, von daher ist es mir voll egal. Aber ja, es gibt mir sicher Leute, die da nicht so mit zufrieden sind. Ja, wär vielleicht cool gewesen, hätte Sony einfach 4 draufgepackt und uns die Entscheidung gelassen, eben 2 abnehmen zu können, wenn man es nicht braucht. Ich habe auch schon gesagt, ich brauche es. Persönlich brauche ich es nicht. Ich finde 2 reichen vollkommen aus, aber es gibt den einen oder anderen, ich glaube vor allem Fortnite-Spieler, die damit bauen. Und da sind, glaube ich, 4 auf jeden Fall ein bisschen cooler. Ja, nee, aber schön auf jeden Fall, da auch mal deine Meinung gehört zu haben. Also du bist zufrieden und wirst diesen Controller weiterhin benutzen. Ist das so die Endaussage? Kann man so stehen, ne? Kann man so stehen lassen. Definitiv Counter, ne? Denk dran. Ich danke dir, Marco. Dann hast du uns auf jeden Fall schon mal sehr, sehr weitergeholfen. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall. Ich mache jetzt erstmal mit den Zuschauern weiter. Auf jeden Fall, mein Lieber. Mach weiter so. Ja, ihr habt's gehört, Freunde. Also im Großen und Ganzen finden wir beide den Controller eigentlich soweit richtig cool. Das Einzige, was wir jetzt beide vergessen haben, tatsächlich zu erwähnen, ist der Akku. Der hält tatsächlich nämlich nicht so lange wie beim Standard-Controller. Der geht um einiges schneller leer. Das sollte man auf jeden Fall wissen. Was ich jetzt auch nicht so cool gefunden habe oder eigentlich für ein bisschen sinnlos empfunden habe, muss ich auch ehrlich sagen, ist dieser Connector hier vorne mit dem Kabel, dass der eben nicht abgeht, nicht rausreißt. Also ich zumindest hatte bisher noch keine Situation, wo mir das Kabel einfach abgefallen ist. Also auch ein normales USB-C-Kabel ist mir nicht einfach aus dem Controller gefallen. Und selbst wenn, dann hat es einen guten Grund, dann bin ich übers Kabel gestolpert und dann hat es mir das aus dem Controller gerissen und nicht den ganzen Controller mitgerissen. Also es könnte tatsächlich auch Nachteile haben, diesen Verbinder zu nutzen, aber ist natürlich auch Ansichtssache, keine Ahnung, ich empfinde so. Ansonsten ist dieser Controller aber wirklich, wirklich gut. Was auch noch ein bisschen schade ist, ist der Preis, 240 Euro ist nicht gerade günstig. Ja, wenn man mit anderen Pedal-Controllern das Ganze vergleicht, Custom-Controllern das Ganze vergleicht, die man halt auch neu kaufen kann, dann sind die preislich sehr ähnlich. Aber da muss man halt auch bedenken, dass die anderen Hersteller ja auch erstmal den Controller selber einkaufen müssen, was Sony nicht hat. Sony produziert die selber und dementsprechend könnte man oder hätte man da auch, man spart Kosten. Man hätte das Ding ein bisschen günstiger machen können und sich auch von der Konkurrenz so dementsprechend ein bisschen abheben können. Ist ein bisschen schade, aber 240 Euro. Ich kenne meine Community, es gibt dennoch sehr, sehr viele Leute, die sich diesen Controller gekauft haben oder noch kaufen werden. Falls ihr den kaufen wollt, schaut in die Videobeschreibung. Ich habe ihn euch verlinkt über Amazon. Affiliate-Link, unterstützt ihr mich auch noch. Ansonsten war es das auch schon wieder mit dem Video, Freunde. Ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Falls ja, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns schon ganz bald wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, euer Raton. Peace!